So, willkommen zurück. Ich habe jetzt, mir ist aufgefallen, also mir ist eingefallen vielmehr, ja, das mit dem Ton ist natürlich kompletter Humbug. Also Mikrofon ist natürlich jetzt schön und gut. Allerdings müssen wir natürlich auch unseren Sound einstellen. Deswegen haben wir jetzt hier noch eine Testaufnahme. Praktisch im Spiel habe ich jetzt ein bisschen die Lautstärken durchprobiert, weil mir ist bei dem Testhören der letzten Aufnahme aufgefallen, man hat von dem Spiel nahezu gar nichts mehr gehört, weil es natürlich auf das alte Mikrofon eingestellt gewesen und auch da war es schon leise. Deswegen habe ich jetzt, früher war es praktisch so und so und das war jetzt viel zu leise. Deswegen jetzt die klassische Einstellung, die ich immer habe, das wäre das hier. Die Musik will ich aber ein bisschen leiser machen, deswegen kommt die jetzt auf 25. Heißt also alles im Vergleich zu früher ungefähr doppelt so laut. Und dann passt es auch einmal mit der Aufnahme, weil wie gesagt, man hat von dem Spiel selber fast gar nichts mehr gehört bei den Aufnahmen. Ja. Ich will mal so, das können wir so speichern. Wenn ich Einstellungen ändere, wenn ich immer. Quatsch. Wenn ich. Was? Wenn ich Einstellungen ändere. Ja, doch, war doch richtig. Dann bin ich über das Spiel, um sicher zu gehen, dass es wirklich übernimmt. Weil wenn er dann im Spiel irgendwie abstürzt, werden auch alle in dieser Session getätigten Einstellungen zurückgesetzt. Weil er die Einstellungsdateien immer erst beim Beenden des Programms übernimmt. So, muss ich auch nicht weiter interessieren, außer ich bin selber GZ Doom. So, und dann ab Level 21. Diese Map ist übrigens auch erst ab 21. Hab ich das gerade noch festgelegt. So. Ach, jetzt ist es wieder ein bisschen laut auf meinen Ohren. Verständlich, jetzt ist ja alles richtig eingestellt. So, dann wollen wir mal. Wieso können die mich treffen, nicht aber sie nicht? Oder haben sie jetzt getroffen? Doch, jetzt sind sie weg. Du alter Baum! Hat er gerade unnötig Munition aufgenommen, ne? Fuck! Kann er mich doch nicht verhört. Das ist eine Scheiße, ey. Nein. Ach, welche Taste? Die brauche ich. Was ihr hier gerade seht, ist die einfachste Strategie überhaupt. Kann sich immer leicht in eine Richtung bewegen. Dann können sie einen quasi nicht treffen, weil ihre Schüsse viel zu lange brauchen. Und wow, was war das gerade wieder? Dementsprechend muss man sie nicht ausweichen. Weil da, wo sie hinschießen, war ich schon mal erst vor 3 Stunden. Wow! Was macht der rote Riese da? Ich habe nur den weißen Riesen bestellt. Geht doch. So, okay. Wow. Wir können jetzt mal hier rüber. Nein, ich bin in die Lava gefallen. Das war nicht so schön. So, mit dem Schuh draus.
Aha, okay. Ah, da guckt er in die falsche Richtung, der Depp. Der sollte mal Landkarten lesen lernen. Gott, und ich sollte mal sprechen lernen. Autsch. Das hat weh. Ihr verkackten Tiger. What the fuck? Digga, wir hatten... Komm schon wieder, hat schon viel Leben verloren. Warum können sie uns nicht einfach mal umbringen, ohne uns gleich das Leben zu nehmen? Ich meine, Tod und nicht Leben, das muss ich doch nicht ausschließen, oder? Andersrum, Tod und Leben. Müssen sich nicht ausschließen. Man kann doch auch ein lebender Zombie bleiben, oder... Der wandelnde Tod. So, einmal darauf, bitte. Na komm. Wow, wow, wow. Oh, eine Lücke. Fast so groß wie die meinen Zähnen. Danke. Interessant. Dankeschön. So. Jetzt einmal in die Höhle des Löwen. Boah, Alter. Ah, fuck. Wenn man sowas macht, muss immer hängen bleiben. Hä? Oh. Selten dämlich. Erstmal klicken, dann runter. Das nimmt hier noch ein ganz böses Ende, habe ich das Gefühl. So, warten bis alle raus sind. Geht doch. Holy moly, what the moly. So, einmal rein. Und einmal rauskommen. Dann keine, gut. Ja, hier aufpassen, ist eine Falle. Das war dazu. So. Oh. Was machst du denn hier? Okay. Übrigens habe ich jetzt auch gerade so privatspinnerweise meine Liebe für Hexen Heretic entdeckt. Also Hexen und Heretic. Sind ja zwei Spiele. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen am Liebäugeln, ob ich da irgendwann mal auch ein Let's Play zu mache. Aber noch bin ich in Hexen, also in Heretic geht so. Aber gerade in Hexen bin ich halt einfach derzeit noch viel zu schlecht. Ich meine, ich habe es bereits einmal durchgespielt auf schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Praktisch auf Magier mit mittels Archmage. Was auch immer das auf Deutsch bedeutet. Ich bin wahrscheinlich der Archweil der Magier. Ja. Hab's aber praktisch halt durchgespielt, aber finde ich das noch nicht so gut, dass ich da mich fitch fühle, ein ganzes Let's Play am Stück zu machen. Weil ich musste einige Maps doch schon ganz schön häufig neu starten. Und jetzt erstmal überlegen, was ich eigentlich mache. Das wollte ich. Am besten dass wir die Imps hier loswerden. Die gehen mir gerade schon ganz schön hops die Eier. Ah,
bei Feuerbällen immer schön ausweichen, wie am Vorfahrt. Na komm, er bleibt mir aber. Er hat das jetzt? Also einmal ruhig bleiben. Boah, Alter, ernsthaft. Deine Mutter. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Hab's noch nichts erwähnt, aber egal. So. Hier rüber. Das geht wie? Ja, genau das war mir nicht gedacht. War mir gedacht? Da war ich mein Deutsch her. Wow. Okay. Och Gott. Holy moly. Oh. Oh. Danke dafür. Oh. Nein. Ja. Ave Maria und Josef. Komm hoch hier. Komm hoch hier. Alter, er setzt gleich. So, jetzt die Quizfrage. Wie komme ich darüber, wenn ich die Dinger nicht betreten darf? Kann ich da nur springen? Mal gucken. Ich spreche mal ganz kurz. Und jetzt versuche ich mal zu springen. Also an sich geht's. Man muss sich nur Mühe geben. Jawohl. Das war nicht schlecht. Habe ich immer erstmal ein bisschen rauflaufen und dann im Lauf praktisch von weiter springen. Und wenn man gleich springt, dann schafft man es nicht rüber. Aber so geht's. Oder auch nicht. Bullshit. So, bis hier kann ich Anlauf nehmen. Fuck. Wer erfindet denn sowas? Digga, da brauchen wir Doppelsprung von Project Brutality. Alter. Ich mach gleich einen Rocket Jump. Jawoll. Warum kommt man hier an? Wird man gleich mal von Dienern begrüßt. Die haben eine ganz schön komische Mentalität hier. In ihrem versifften Dorf. So. Das hätten wir. Ah. Ah, so. Oha. Gut. Machen wir, habe ich kein Problem mit. Nummer 1 erledigt. Und Nummer 2 erledigt. Übrigens habe ich mir auch mal überlegt, ich habe ultra viel Fun dabei, einfach mal das Map durchzuwaschen. Deswegen werde ich vielleicht auch noch nach dem Let's Play, also nach den Folgen, die ich jetzt hier mit dem Extermination Day aufnehmen werde, oder von Extermination Day aufnehmen werde, dann auch noch mal ein paar Maps von Ultimate Doom aufnehmen, wo ich einfach durchwasche. Da werde ich dann aber auch alle Folgen als ein Stück hochladen, weil die Levels sind dementsprechend relativ kurz. Aber dieses Durchwaschen macht mir unglaublich viel Spaß. Ist halt nur im Let's Play nicht so schön, weil da sieht man halt kaum was. Und da will ich dann dementsprechend auch kaum reden. Vielleicht. Tada, voll aktiviert. Was sind die jetzt? War denn die früher mal viel mehr? Oder muss ich die anderen noch aktivieren? Oh, Alter, wow, ernsthaft? Oh, oha.
Die Frage mit dem, wo die anderen bleiben, hat sich jetzt gerade erledigt. Falsche Waffe. Ich mach's mal mit der. Nein, das ist ja Verschwendung. Was macht die denn da? Oh, Alter. Ernsthaft jetzt? Struggeln die hier mit dem Vektor oder was? Oh, scheiße. Oh, noch 42% Leben. 42. Noch mehr? Ja, da hinten. Fuck. Hä? Vielleicht haben wir schon aus Versehen damit aufgenommen. Da hinten komme ich auch nicht mehr hin. Ich habe echt Bullshit, dass man da nicht mehr hinkommt. Was scheiße. Na komm. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie sind wir doch rübergekommen. Magie. Nein. Ernsthaft jetzt? Ich glaub's nicht. Ich glaub es einfach nicht. Och Leute. Wie kann ein Mensch so dumm sein? Und wieso komme ich hier nicht hoch? Hä? Ah, leck mich doch. Gut. Remna. Was? Ah. Wow. Nicht nur zu fertig. Alter, wie das habe ich hier so rum, Alter? Die mit ihrem scheiß Sektorkomplex. Oh, Alter. Mann, ey, das gibt's ja gar nicht. Na kommt. Nein, falsche Waffe. So. Das heißt also, die versuchen nicht nur um die Falle drumherum zu laufen, weil das hier ein anderer Vektor ist, sondern die fliegen auch um die Falle drumherum. Was ich wiederum nicht ganz nachvollziehen kann. Weil das Problem mit dem Vektor umkreisen ist eigentlich nur bei, wenn der Vektor halt zu Fuß betreten wird. Bei den vielen fliegenden Viechern tritt es zumindest bei Vanilla Doom nicht auf. So. Alle erledigt, hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Okay. So, jetzt mal ein bisschen Munition wieder aufsammeln. Hallo, da hinten, da hast du mich. Egal, lassen wir da. Es wird sowieso zu viel geschieht. Das geschieht mir also ganz recht. Gucken, ob wir noch ein bisschen an Munition rankommen. Siehste, das war bestimmt, wo ich geschieht habe. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott gleich sofort. Ah. Das muss man uns merken. Das ist hier ein bisschen heftig. Kann ich da rüber? Jawohl, aber hier ist nichts. Ist ja voll lame. Hätte man so gut ein Secret draus machen können. Ihr Deppen. So, hier war bloß noch das, genau. Gut. Also von der Shotgun erstmal mehr nicht. Auch nicht weiter schlimm. Wir haben noch von der Rifle mehr als genug. So, dann werden wir mal auf die Rifle umschalten. Ach ja, hier kann ich mich erinnern. Hier kann man ja durch diese Dinger nicht durchgucken, oder? Ja. Boah, Alter, was denn jetzt? Alter, boah, ey. Diese scheiß Dinger, man bleibt ja echt überall hängen. Fuck! 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 Geht doch! Dankeschön! Fuck! So, okay. Das hätten wir. Doch, man kann durchgucken. Ach so ist das gemacht. Ah. Wetten, nachher ist es bloß noch ein Gitter. Dann weiß ich nicht, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich bin ITler, ich muss immer wissen, wie das funktioniert. Das fasziniert mich doch an Hexen so. Diesen ganzen Skript und Kackgedöns. Ja, die kenne ich noch. Hallo.
mal die hier. Aua. Perfekt. Nee, lass ich mal noch. Da hinten ist auch noch ein Geheimnis. Oh. Boah, Alter. Boah, ist es online? Fuck. Alter, wenn man einmal was Cooles machen und das alles gleich komplett neu machen, wo man irgendwo sich wieder aufhängt. Bang. Das ist doch nicht mehr schön. Ist doch Bullshit. So. Passt. So, jetzt merken hier waren Schweine. Oder Imps. Wie komme ich da auf Schweine? Ah ja. Sehen ja so ähnlich aus. Mit viel Fantasie. Wow. Einmal wie seine Maus kommt und die Kamera ist oben. Wow. Wow, wow. Ach du Kacke. Ach, hier ist auch noch Munition. Sehr schön. Ja, da. Ja, perfekt, komme ich hin. Na, nein. Lohnt sich noch nicht. Aber das hier lohnt sich. Oh, Alter, ich bin jetzt, ja. Wow! Die gibt's auch in Transparent? Seit wann gibt's hier in Transparent? Das ist ja jetzt ein Witz, oder? Gab's hier schon immer Transparent, oder spinne ich jetzt? Komm weg. Was? Treff doch mal hier. God damn it. Aber jetzt ernsthaft, darf ich immer transparent oder? Bin ich jetzt einfach nur kupferligiert? Hier ist auch nichts. Achso, siehst du, hier war doch noch UFO unser kleiner blauer Freund. Wo ist denn der jetzt eigentlich hin? Ach, da ist er doch. Ey, Minigun. Geil. Der wird uns eine große Hilfe sein. Vor allem alle außer Plasma sowieso eine Hilfe. Weil Plasma sind echt die größten Drecksdeppen. Die tun einem selber weh. Und tun sich auch selber weh. Also ganz ehrlich. Da ist bei der Programmierung echt irgendwas schief gelaufen. So. Okay. Drin. Das ist auch noch ein Transparenter, oder? Das sieht so aus. Oh. Da ist noch ein Freund. Der ist ja klasse. Ich korrigiere, da war ein Freund der Extraklasse. So. Bam. Und wollte ich gerade gar nicht aufnehmen, aber okay. Damit öffnen wir die Türen. Das wird gar nicht mal so schlecht. Na komm, jetzt geh auf hier. Hä? Funktioniert nicht. Oh. Wow. So. Speichert schon wieder viel zu häufig. Egal. Gleich mal nochmal speichern. So, hier war noch ein paar nervige Nervensäge. Ah. Nein, diese sind da rein, du Hurensohn.
immer diese Leute, die nicht wissen, was Fuchtel geht. Na, kommt her. Ah ja, erledigt euch mal gegenseitig. So. Wir wollen die totale Zerstörung. Wir können die eigentlich immer einsetzen, die hier. Die ist gut. Wo ist denn der jetzt überhaupt? Hä? Macht das denn jetzt nicht mehr fertig? Tatsächlich. Wir hatten ja die Tür aufbekommen. Normalerweise reagiert doch der Schalter nur auf uns, oder nicht? Scheinbar nicht. Wow. Okay. Danke. So, wir haben noch... Oh. Welche Waffe nehmen wir am dünnsten? Aber wir lassen den jetzt mal machen. Oder auch nicht, weil er mal wieder viel zu blöd ist. Oh. Ja, ich hab grad... auf den falschen Punkt geachtet. Hab gerade unten auf meine Anzeigen geachtet. Ach ja, wir kommen hier nicht zurück. What? Nee. Arschlöcher. Gut, hier ist auch nichts mehr. Ah komm. Dann nehmen wir mal unsere imaginäre Axt. So, jetzt haben wir die Tür erfolgreich durchsägt. Also legitimiert uns das, durch die Tür zu glitschen. Die geht auf, oder? Klar. So, haben wir hier irgendwo noch Health Picks oder ähnliches? Also, von einem weiß ich auf jeden Fall, dass wir den haben. Aber wir brauchen ein bisschen mehr. Und weil ich will die Boni, die wir hier haben, am effektivsten einsetzen. Das Ding da zum Beispiel. Und am effektivsten kann man das Ding einsetzen, wenn man selber 100 Leben hat. Und dann hat er nämlich danach genau 200. Wohl erst das Ding einsammeln und dann die Health Packs. Geht ja leider nicht. Weil die Health Packs nur bis 100 aufladen. Alles, was da drüber ist, ist ein verschwendetes Potenzial. Ah! Wow, Alter! Eigentlich bin ich darüber geglitscht. Ja, wenn ich wüsste, dass da was ist, dann wäre es ja schön, aber so... Ist echt blöd, dass das so One-Way-mäßig ist. Hä? Ach, das ist ja gar nicht. Ernsthaft jetzt? Mach keine zurück? Gut, hier ist aber nichts. Nichts von Interesse. Das ist natürlich traurig. Gut, dann holen wir uns jetzt mal hier oben unsere Boni ab. Na komm. Wie lange braucht denn der? Hier war's. Dankeschön. So. Und dann gehen wir jetzt zu dem Secret. Von zwei weiß ich noch was. Bei den anderen müssen wir erstmal suchen, wo die sind. Bei dem einen kommt übrigens auch da hinten lang. Von daher müssen wir die Secret sowieso ablaufen. Gut, ich hole aber doch erstmal die Rüstung. Dann muss ich nicht wieder durch die Tür durchglitschen. Das würde mich freuen. So. Hey, halt. Da lang. Okay. Wir können uns immer wieder Waffencheck machen. Hier gucken, ob wir alle Waffen aufgeladen haben. Aha. Hier wird was mit Munition suchen. Spaß. Haben wir ja keine. Okay. Ah,
Dankeschön. Das hier wäre auch verschwendetes Potenzial. Weil die funktionieren auch noch nach 200. Und daher wäre es dann sinnvoll, die dann zu nehmen, wenn man selber schon über, also bis 200 hat. So. Und jetzt kommt der schwierigste Part. Allerdings haben wir überall Munition, wir brauchen das also eigentlich gar nicht machen. Egal. Ich versuch's einfach mal. Yay! Aber da hinten geht's ja auch noch weiter, oder? Das sieht hier so aus, als wäre die... Aha! Schau mal einer an! Wow! Alter, das ist aber geil! Gleich mal noch ein bisschen Raketen bekommen. Von dem Ticket wusste ich jetzt gar nichts mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob die Steuer überhaupt von jemals drauf war. Okay, und jetzt kommt die andere Richtung. Siehst du, sind wir doch wieder hier, also doch jetzt erst die da mitnehmen können. Hä, bin ich bescheuert? Wieso hatten wir gar nicht volles Herz? Herzen? Nee, stimmt. Wir haben ja gar nicht genug Cashpacks gefunden gehabt. Bullshit. Hätten wir hier mal dieses Ding so aufheben sollen. Verstärker-Pack. Da kriegt man nämlich immer 100. Ah, egal. So soll es sein. So, mal gucken, wo es hier weitergeht. Weil auf der Seite weiß ich mich noch nie. Also, jetzt. Ich weiß sowieso nicht mal, wo es hier lang geht. Ach so. Okay. Das war's mit der Map. Von daher. Schau mit V. Safe. Tschüss.